Hallo. 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 Hey Ines. Das war schön. Aufstehen. So. Aufwachen. Steh schon auf. Ja. Okay. Ich geh schon mal Kaffee machen. Komm, Stange, gell? Und Trödelschnitzel mal. Ja? Okay. Ist noch hoch, weil die kommt wieder nicht. Die wollte heute ein leckeres Müsli essen. Ja. Bist du auf, Ines? Erstmal haben wir uns sehr gefreut, dass wir ein Kind bekam, weil ich hatte ein Jahr davor eine Fehlgeburt und haben uns unheimlich auf das Kind gefreut. Und als es dann geboren wurde, hatte ich gleich das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ja. Dann habe ich auch den Arzt nachgefragt, aber sie haben alle gesagt, das ist okay. Und bei der Entlassung habe ich dann nochmal nachgefragt, weil ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Und dann haben sie gesagt, es ist gut, dass sie uns anfragen. Ja, das Kind hat eben Down-Syndrom, ja. Ja, ich war natürlich geschockt, klar, aber andererseits haben wir gesagt, wir müssen so schnell wie möglich schauen, dass wir das Beste aus der Situation machen. Und wir haben gedacht, wir nehmen das Kind an, so wie es ist. Das Krankheitsbild, das nennt man im Volksmund Mongolismus, weil die Augen sind so schlitzäugig nach oben wie bei den Mongolen. Deswegen kommt auch der Begriff her, Mongolismus. Man musste nachfragen, ja, was ist die Behinderung, was ist das für eine Behinderung, was hat das für Auswirkungen, was hat sie für eine Zukunft. Und ja, da waren viele schlaflose Nächte, und viele Tränen waren auch. Und, aber wir waren eigentlich sicher, dass wir das packen würden, und wir haben sie lieb gehabt und haben sie einfach so akzeptiert, wie sie ist, und haben gedacht, also wir werden versuchen, sie so zu erziehen, als wenn das eben ein nicht behindertes Kind wäre. Ja, hallo Ines. Guten Morgen, alles miteinander. Ja, guten Morgen. Ines. Mensch, bist du halt schon fit, du? Bist halt fit? Klasse, hast du ausgeschlafen? Kommen Sie zuerst frühstücken. Geht so. Ja. Guck mal, was ich heute schon gebracht habe. Ich habe dir schon die Müsli-Schüssel fertig gekriegt. Guck mal, du kannst halt Müsli essen mit deinen neuen Schüsseln. Sie hat anfangs wenig Fortschritte gemacht, aber bei einem behinderten Kind ist man schon froh um jedes kleine Zeichen, wo man sieht, dass es vorwärts geht. Also sie konnte anfangs nicht mal eine Rassel heben oder irgendwas fassen. Die Therapeutin hat da wochenlang trainiert, bis sie nur was in die Hand nehmen konnte und greifen konnte. Ja, schon.
Also die Glücksmomente waren, als sie mit 3-4 Jahren erstmal angefangen hat zu laufen. Normales Kind läuft mit knapp mit einem Jahr. Und sie hat bestimmt 3 oder 4 Jahre gebraucht, wo sie dann allein laufen konnte. Und später, erstmal so mit 5-6 Jahren aus meiner Erinnerung, hat sie richtig angefangen, so einzelne Laute und Worte nachzureden. Und eben dann als Lernprozess von den Geschwistern. In einer Woche wird Ines 26. Seit 4 Jahren arbeitet sie in dem Kindergarten ihres Heimatortes als sogenannte punktuelle Kindergartenhilfe. Ihre Probezeit wurde 2-mal verlängert, bevor sie im Juni 1997 den Vertrag für ihre Festanstellung erhielt. Marschiert bist? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich lag halt immer auf dem Sofa und ich hab, da war ich noch selber noch ein Kind und dann musste hast du dich selber fast noch wie ein Kind gefühlt? Warum musst du hier schon arbeiten? Ja. Ja, als die Petra dann gesagt hat, ist du bist dann hier verantwortlich für alle Sachen. Und das habe ich mir dann gemerkt im Kopf. Ich muss mich verändern. Also ich meine, ich kann nicht selber Kind spielen. Ich muss mich hier verantworten halten und alles, meine Arbeit fett machen. Und sie kann mich auch noch ganz gut erinnern. Als die Ines zu uns kam, war sie eigentlich noch sehr zurückhaltend und auch schüchtern. Also, es war ich ja eigentlich schon irgendwie damals schwer gefallen, auf uns zuzugehen, auf die Kinder zuzugehen. Ich hatte dann zunächst auch ein bisschen meine Probleme, wie sollte ich ihr überhaupt gegenübertreten? Wie sollte ich sie ansprechen? Und es hat dann schon einfach auch eine Zeit gedauert, bis wir dann ein bisschen warm geworden sind, wo man dann auch ein Stück weit Vertrauen aufbauen konnte. Ich muss halbe machen. Dem hier. Ich denke auch für alle Mitarbeiter war das wirklich auch eine große Herausforderung, das Ganze zu beginnen. Und wir wussten auch damals nicht, funktioniert das Ganze oder nicht. Wir haben es einfach als eine Chance für uns alle gesehen, war ganz unbefangen, jemand kennenzulernen, der vielleicht ein bisschen anders ist wie wir. Ich war sehr erstaunt, die Kinder waren sehr, sehr offen und haben die Ines auch gleich angenommen. Heute ist bei uns was los, weil du Geburtstag hast. Heute feiern wir ganz groß und jeder ist dein Gast. Bunte Blumen haben wir für dich allein gepflückt. Wir wünschen dir ein gutes neues Jahr. Ei, 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 hoch lebe das Geburtstagskind. Ines, musst viel arbeiten?
leider. Ja. Was sind deine Arbeiten hier in der Küche? Das da, Maschine. Das ist meine Arbeit. Was ich noch gedacht habe, wäre hier, ich meinte, wenn ich die Eimer alle ineinander stelle, mhm, und die Lappe machst du in den obersten Eimer rein, ja, und dann stellst du den ganzen Eimerberg unten drunter. Genau, den orangenen Obertrau. Jawohl, genau. Und dann stellst du es gerade da dahinter. Weißt du, man braucht sie heute Mittag schon wieder, aber dann steht es nicht immer so im Weg. Ja. Da haben wir noch eine. Jawohl, und jetzt gerade die vorne ist es noch nicht aufgehoben. Seit die Ines im Kindergarten ist, hat sie sich unheimlich verändert. Anfangs habe ich gedacht, naja, wenn sie im Kindergarten ist und sie ist mit den Kindern zusammen und sie war immer früher so infektanfällig, dann wird sie sicher alles mit nach Hause bringen und wird immer krank sein und so. Und das war überhaupt nicht der Fall. Es hat ihr so unheimlich Freude gemacht und die Psyche hat da eine unheimliche Rolle gespielt. Dadurch ist auch ihr Selbstbewusstsein stärker geworden. Sie fühlt sich wirklich wie eine Erwachsene, ja, wie eine erwachsene junge Frau, und sie fühlt sich auch in dem Team angenommen, ja, und das ist für sie eine ganz tolle Erfahrung. Ah, hallo Ines. Hallo. Ja, du, hör mal. Ja. Wie warst du heute? Gut, gut. Ja, mich früher gehen lassen. Ach, klasse, du, da hast du ja Glück gehabt, hä? Oh. Mann, löse mich. Das Ding. Das hätten wir richtig, gell? Ja. Wo bin ich jetzt? Das andere halt. Du warst da warst an dem Stelle. Natürlich auch immer wieder Schwierigkeiten aufgetreten durch Krankheiten. Sie war sehr infektanfällig, ja, und dann hat sie eben ihre angeborenen Herzfehler auch noch. Und da war man dann doch auch, ja, sehr eingespannt, weil sie war doch sehr viel krank. Sie war also mindestens zweimal im Jahr ganz stark krank, also ein halbes Jahr stand sie immer unter Antibiotika, weil sie dann öfters Lungenentzündung hatte, Angina hatte, öfters im Krankenhaus war. Und mit der Herzgeschichte, da musste man dann auch noch, sind wir dann auch noch nach München gefahren. Ja, zuvor muss ich noch sagen, da waren wir noch beim Kinderarzt hier, der uns dann ganz großen Trost gespendet hat, indem er gesagt hat, ja, zu Hitlerzeit hat man diese Kinder umgebracht, sind sie froh, dass sie die Ines leben lassen. Und da war ich doch sehr, also da, das hat mich also schon sehr, sehr getroffen, ja. Okay. Los ist von mir. Mach mal den Arm ein bisschen so, dass du den Kopf hast. Ja, ich hab ihn. Oh, schön. Wie heißt das Baby? Ist ein Junge. Ja, ist ein Junge. Darian. Das wäre was für dich, weißt du, Ines? Ja. Und deine Schwester? Die kenne ich noch gar nicht. Wie heißt sie? Irina. Irina. Und hat einen Freund, der heißt Falco. Der ist gerade am Kaffeetisch. Ich glaube, die ist schon verheiratet. Das ist der Vater. Ja, die haben seine Hochzeit gefeiert und sind schon verheiratet. Und haben so einen Ehering. Hoffentlich. Und jetzt ist noch ein Baby. Was ist denn so an? Ja.
Okay, ja. Haben Sie Angst gehabt, ob das Kind gesund ist? Ja, das auch. Das auch. Das waren also viele Gedanken, die ich hatte, ja. Das ist wirklich wahr. Aber ich meine, Sie haben sich da weniger Gedanken gemacht. Sie haben gesagt, Sie lieben das Kind so, wie es ist und Sie stehen zu dem das Kind. Das heißt, weniger Gedanken mache ich. Also meine Frauenärztin hat auch immer gemeint, ich soll doch zur Untersuchung gehen. Also, dass man Fruchtwasseruntersuchung macht. Ja, weil eben die Gefahr bestand wegen der Ines und weil mein Cousin ja auch behindert ist. Aber ich habe gesagt, das ist, also kommt für mich nicht in Frage. Ich nehme das Kind so oder so. Egal, ob es jetzt behindert ist oder nicht. Und, ja. Sie haben ja nach der Geburt von der Ines auch viermal noch Kinder zur Welt gebracht. Das Schwierigste war also das zweite nach der Ines. Ja, da war die Ängste am größten. Also das war der Jan. Sie ist ja die dritte, Irina ist die dritte gewesen und da war es dann etwas besser, weil ich schon mal mir gar nicht vorstellen konnte, dass alles normal laufen konnte. Aber es ging ja dann alles ganz toll und ja, und dann war eigentlich der Wunsch, da noch eins zu kriegen, ja. Und war dann auch die Anja, ne? Das war die Irina, ihr wart alle Wunschkinder, es war also keins, das nicht gewünscht war. Aha, so, so. Okay. So läuft mit euch. Du liebst ihn halt immer noch. Ja, das wird schon irgendwie. Ich suche mir einfach noch einen zweiten Nebenjob. Zwei Jobs. Ja, hast du recht. Die letzten Monate in Kamerun zum Beispiel, da interessiert es keinen, ob du eine Tracht trägst oder ob du eine Frau bist. Da musst du mit anpacken. Oh Mensch, ich muss los. Am ersten Tag zu spät kommen, macht's eh nicht so gut. Tschüss, schönen Tag noch. Ja. Ciao. Ciao. Alja, du bist die jüngste Schwester von der Ines. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass die Ines anders ist als du? Das kann man schwer sagen. Also ich bin halt damit aufgewachsen und sie war schon immer ein bisschen anders. Aber so die letzten 3-4 Jahre ist es mir bewusster geworden als zuvor. Da ich ja dann auch von der Schule aus Praktikum gemacht habe in Behindertenschulen und so. Und da differenziert man auch mehr so, was können die, was nicht und was unterscheidet mich von ihnen und so. Wie sind denn deine Zukunftspläne? Oder eure, muss man ja sagen. Sind jetzt, ihr gehört ja zusammen, ne? Ja. Fest zusammen. Also momentan ist es noch so, ich mache jetzt im April Abitur, das zieht sich noch hin bis zum Sommer. Und ja, so lange werde ich auf jeden Fall jetzt mit der Ines noch in ihrer neuen Wohnung wohnen. Ines neue Wohnung liegt direkt neben dem Kindergarten. So kann sie morgens etwas länger schlafen. Oh, hi. Mit Hilfe ihrer Familie traut sich Ines einen großen Schritt weiter in die Selbstständigkeit. Sie und Anja wollen gemeinsam in diese Wohnung einziehen. Ein Wagnis für beide und eine Chance für Ines. Ja, der müsst doch wohl ja hängen, oder? Den könnt ihr nicht so hinstellen. Hallo? Ja. Den könnt ihr nicht so hinstellen. Der muss hängen, gell? Ja. Ja, wie ist das? Was zeichnest du da an? Aber warum kann er denn nicht stehen? Montag meint, dass wir das Ding doch noch nehmen und der da nicht. Ja, das machen wir. Den muss nachher weg. Dann machen wir den anderen Stein noch. Wie lange geht das? Wieso muss ich weg, oder? Ja. Dann lass das mal auf der Seite. Dann machst du schon mal deine Schlüsselschrauben. Ja. Papa, was ist das? Hoppla. Dein Schuhschrank ist das. Schuhschrank? Schuhe, für die Schuhe reinzumachen. Also? Ja. Warte mal, das sieht dort hinten aus. Das geht nur mit dem Schrauber. Akkuschrauber. Alter, ich hab da was drunter. Die Wohnung gehört der Ines. Ich habe zwar als Vater, als Bürger dahinter gestanden, mit der Finanzierung, aber sie zahlt sie mit ihrem eigenen verdienten Geld ab. Wenn wir mal als Eltern nicht mehr da sind, dass sie dann ihr eigenes Zuhause hat, da kann sie niemanden mehr rausdrängen und da ist sie sicher, solange sie lebt. Man hat ja als Eltern immer die Sorge, dass bei solchen Kindern speziell, dass die dann eben bis auch über unser
Leben hinaus, dass die dann weiter versorgt sind und dass die ihre Daseinsberechtigung haben. Ne? Hi, guten Morgen. Hi. Ich bin aus Hallo. Kommt vom Saal. Das ist prima. Alles klar. Ich habe ich ehrlich gesagt in die Uhr geguckt. Ja, meine Schwester ist früher gegangen. Aha. Hat sie heute Morgen nicht so ganz gereicht? Mhm. Okay, alles klar, ich hab's ausgerichtet, gell? Mhm. Also, tschüss. Ich glaube, fast die. Mhm. Ja. Ganz schön schwierig, gell? Weil du sollte um 9:30 schon in der Kuppel sein, du. Ja. Ich will mich ein bisschen beeilen. Im Ausziehen und so weiter, hm? Ja, mit meiner Arbeit auch. Genau, da würde ich sagen, dann ziehst du dich mal aus. Und dann kann es losgehen. Hm? Okay. Genau. Die Oma geht gleich wieder weg. Gib meine Daumen. Und Daumen. Jawohl. So, jetzt machst du die Hand nach oben. Ja, super. Wenn man ihnen begegnet, kann es auch sein, dass man sie unterschätzt. Ja, die geistige Behinderung, die wirkt sich schon aus. Ja. Sie braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis sie das aufgenommen hat, umgesetzt hat, bis sie da wieder reagieren kann. Ich weiß das, ja, aber viele Mitmenschen wissen das eben nicht und dann denken sie, sie reagiert ja gar nicht oder sie weiß das ja gar nicht oder ja, sie kann das ja gar nicht wissen, oder, aber sie weiß es wirklich, man muss ihr einfach nur die Zeit lassen. So, was jetzt wichtig ist, wenn nachher die Kinder hier sind, mhm, dass du immer schaust, dass hier nichts passiert, weißt du, mit dem Rührgerät, ne? Ja. Da musst du dabei sein. Dass du vielleicht mit die Schüssel hältst oder dass du sogar selber rührst, je nachdem, ob du ein großes oder ein kleines Kind hast. Ja. Ein großes Kind kannst du auch mal selber rühren lassen. Ja, und mein kleines Kind muss dann helfen. Ja, hier an und aus. Und beim kleinen Kind musst du helfen. Ja. Ja. Als erstes brauchen wir Margarine. Wer möchte Margarine da rein leeren? Ich. Du, Ramona. Okay, dann komm ich mal zu mir. Mach ich meine Ärmel hoch. Runter. Auf wie viel machen wir es? Auf 1 oder? Erstmal auf 1 vielleicht, ja. Die Schüssel festhalten, ne? Ich hab ein bisschen weh. Der Kindergarten hat die Großeltern zu einem Fest eingeladen. Für das Kuchenbuffet ist Ines verantwortlich. So, und jetzt kommt dann Zucker. Die ganze. Jawohl. Es war viel Kampf hier. Leider. Gegen wen? Gegen alles Mögliche. Gegen alles Mögliche. Dagegen einfach gegen die Meinung. Das fing schon an innerhalb der Familie, ja, dass sie das gar nicht einsehen konnten, was ich von der Ines jetzt eigentlich will, was ich mit ihr alles übe und so. Und es hat doch eh keinen Sinn und es hat doch eh keinen Zweck. Und habe ich gesagt, ihr könnt es ja gar nicht beurteilen. Wenn das noch gar nicht probiert worden ist, kann man das nicht beurteilen. Ja, also es war schon schwierig. Wir haben versucht, sie in normalen Kindergarten, also nicht hinter den Kindergarten zu bekommen. Da haben sich dann eben die Eltern und der Träger hat sich da gewehrt. Bitte passen. In der Schule, ja, da haben wir auch so manches durchgekämpft. Ja. Weiter geht's. Ich hatte immer das Gefühl, sie kann noch ein bisschen mehr, als wie man von ihr verlangt. Ja.
Und das war ja auch möglich. Das war ja auch wirklich möglich. Das ging ja dann auch bis nachher, wo sie dann aus der Schule entlassen wurde. Das war selbstverständlich, dass sie von der Schule in die Werkstatt gehen. Für mich und Ines war es nicht selbstverständlich. Der Mund, der Mund. Aha. Ha, 0.t. Ja, und dann habe ich mich an Herrn Jesolat erinnert, der mal einen Vortrag in der Karl-Auf-Schule gehalten hat über die Eingliederung von Behinderten ins Arbeitsleben. Ich habe mich an den gewandt und der kam dann, hat man ein Gespräch und dann haben wir überlegt, was wir machen könnten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das war vor über 6 Jahren, als ich hier an die Schule kam und mir einfach die Ines angeschaut habe. Sie saß hier auf dem Fußboden, in sich gekehrt, während die Klasse hier an den Tischen saß und irgendetwas arbeitete. Und ich hatte den Eindruck, dass sie nicht nur schmollte, sondern auch einfach hier in der Schule etwas anders machen wollte, vielleicht auch unterfordert war und sich von daher einfach ausgeklinkt hat. Die Ines war 19 Jahre alt und hatte, wie alle anderen Schüler in diesem Alter, ein Praktikum in der Behindertenwerkstatt in Schwenningen hinter sich und die Entscheidung für sich gefällt, dass sie nicht ihr Leben lang Schrauben drehen wollte, sondern etwas anderes mit Kindern arbeiten wollte. Schön, dass du uns einmal besuchst. Ja, seit lange her, ne? Ah ja, muss ich mal umschauen, ob du da überhaupt noch jemanden kennst. Ja. Es sind viele Schüler weggegangen, seit du nicht mehr bei uns bist. Weißt du denn, wie lange du schon weg bist? So, da weiß ich auch nicht mehr. Weiß nicht mehr genau, das sind jetzt 5 Jahre, da war die Entlassung. Als ja, stimmt. Und vor 5 Jahren hast du bereits mit deinem Praktikum angefangen im Kindergarten. Mhm. Guckst du mal, ob du noch irgendjemanden kennst? Ja. Ja? Ich kann aber fleißig am Arbeiten hier. Ja. Ah. Hallo. Hallo, Florian. Hallo. Hey, das habe ich auch. Warum ist das eigentlich so was Besonderes, was die Ines gemacht hat? Ja, es ist deshalb etwas Besonderes, weil speziell dieser Weg der Ines Down-Syndrom im Kindergarten als Mitarbeiterin und nicht als Kind wirklich selten ist. Und ich denke, dass wir hier im Schwarzwald-Baar-Kreis Schule gemacht haben mit dieser Idee. Es war ein langer Weg. Wenn man bedenkt, Dezember 94 war der Erstkontakt mit der Mutter, 95 die ersten Praktika, 96 kam es zum unbefristeten Arbeitsverhältnis und die Ines arbeitet immer noch da. Hallo, ich bin die Ines. Der Vater hat die Meinung vertreten, Mensch, plagt die Ines nicht so. Sie hat es ohnehin schwer genug, was ja de facto stimmt. Ja. Und ganz besonders dann, wenn sie an ihre körperlichen Grenzen gestoßen ist und sie wieder blau anlief oder völlig aus der Puste kam. Das ist gar nicht gleich im Moment. Und wir hatten uns auch darüber unterhalten, was jetzt tatsächlich ein lebenswertes Leben auch für die Ines ist. Ja. Und letztendlich haben wir eigentlich immer daraufhin abheben müssen, wenn die Ines das möchte und es ihr sehnlichster Wunsch ist, sie darin auch zu unterstützen, auch wenn sich möglicherweise eine Verkürzung der Lebenszeit von der Ines daraus ergibt. Ines, kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum ersten Mal verliebt warst? Ja, ich kann mich dann gut erinnern. Ja?
Ja, ich habe früher noch den Bären gehabt als Freund, ja. Und er war so lieb und höflich zu mir. Wenn ich halt Kummer gehabt habe, ist er immer zu mir gekommen, hat mich gekuschelt und hat mich warm gehalten und hat ein bisschen geredet. Und warum seid ihr nicht mehr befreundet? Weil er mit dem anderen Mädchen rumgemacht hat. Dann war es bei mir Schluss. Und dann war Schluss bei dir? Ja. Und jetzt habe ich viele Freunde. Oh no. Ja, hallo. Hey. Ja, wir sind da. Das ist ja eine Überraschung. Ja. Super. Ja, hallo Bernd. Grüß dich. Grüß dich. Ich bin der Christian. Ich komme aus Marbach. Und das macht mir viel Spaß. Hallo. Hallo. Ines, alles Gute zum Geburtstag. Ach, schön. Mama, Geld! Oh, klasse. Hi, Frau. Ist was geworden? Ich habe dann auch eins, gell? Ja. Von mir, Mama, ist die jetzt? Von mir. Ach, danke. Das ist ein sehr schöner Kindergarten. Also das ist meine Wohnung, da wohne ich mit meiner Schwester. Und es ist so halb Wohnzimmer, halb Küche. Da ist lauter Geschirr drin. Dahinter ist das Bad, da kann man baden und duschen. Ich zeig euch mal. Ja, das ist das Bad. Und halt raus. Ihr könnt auch sogar das Schlafzimmer angucken, wenn ihr wollt. Das ist das Schlafzimmer, genau. Da sind die Besser drin. Ja. Nicht Becher. Genau. Da ist der Backofen, kann man backen und kochen. Da ist jetzt herrlich die Wohnung. Ja, super. So eine schöne Wohnung haben. Schön. Meine auch. Bitte bau dich. Oh, danke. Ines. Ja. Super. Dann gehen wir jetzt mal zusammen durch. Gut. Kurz im Team. Pünktlicher Arbeitsbeginn. Wie war denn das? Hast du es gemacht? Hat
hat ja heute gut geklappt, hm? Ja. Und sonst während dem Freispiel? Ja, glaube ich nichts. Das sehe ich gar keinen Plus, aber mir ist was aufgefallen. Hast du was gemacht mit den Kindern? Was? Hm? Da war doch was mit den Händen, kann ich mich noch erinnern. Ah, ja, stimmt. Gell? Beim Malen, hm? Hast du mir geholfen, die Malen zu zeichnen? Hm? Da. Genau, in der ersten Spalte. Ines hat einen genauen Arbeitsplan, der ihr Woche für Woche hilft, ihre Leistungen selbst zu beurteilen. Den Plan hat Soran Jesula zusammen mit den Kindergärtnerinnen für Ines entwickelt. Okay, dann ist es komplett. Was haben wir heute erledigt für heute? Hm? Aufgefallen ist, weil es ja fast bei ihrem Minus fast gar kein Minus, außer eins. Stimmt, stimmt. Ist mir auch aufgefallen diese Woche. Hm? Ganz prima. Also liebe Großeltern, das Buffet eröffnet, wenn ihr Kaffee und Kuchen gerne essen wollte. Drüben haben wir was aufgebaut. Es sind so viele Kuchen da, ihr dürft alle essen, solange ihr wollt. Das Buffet ist eröffnet. Was willst du? Nimm hier. Ihr könnt mal einen Kuchen von mir probieren. Von mir? Den da. Den. Ja, genau, den habe ich gemacht. Der, den hat sie gerade gegessen. Der war prima, darum will sie jetzt wieder so. Ja, dann lass ihn halt. Hast du den Schlüssel dabei? Wieso? Ja, wir brauchen den Schlüssel, sonst komme ich nicht rein. Also wenn ihr zusammenzieht, das heißt ja, dass du dann eigentlich auch für die Ines ganz schön viel Verantwortung übernehmen musst, ne? Ja, also ich denke, ich nehme schon ziemlich viel damit rein. Also es ist gerade morgens das Aufstehen, das Fertigmachen, hat ja bisher meine Mutter sich immer drum gekümmert. Das ist dann schon auch mit bei mir. Dann werde ich wahrscheinlich für uns kochen, meistens dann abends gucken, dass sie rechtzeitig ins Bett kommt, die Sache mit dem Duschen und alles, mit dem Anziehen und so, weil sie kann ja selber noch nicht groß jetzt entscheiden, was sie anzieht, wie lang sie es anzieht, und da muss man schon noch hinterher sein, und das wird dann schon auch meine Aufgabe dann hauptsächlich sein. Also jetzt wollte ich es gerne ausziehen. Mir gefällt zu Hause sehr super und ich vermisse halt auch ein bisschen meine Eltern, und ja, an der Ende bin ich so froh, dass ich jetzt was einsuche. Nur wenn ich einmal zur Arbeit gehen muss oder sowas, ich muss gucken, und das geht. Ja, dann muss ich auch gucken, wo ich dann das Essen herträge. Vielleicht besucht meine Mama mich in der Wohnung. Und ja, entweder freue ich mich dann. Hallo, hallo. Wo seid ihr? Hier sind wir. Wir sind im Schlafzimmer. Hallo. Na, alles klar? Ja, du kommst gerade richtig. Ja, was müssen wir noch machen? Ines, hier ist der Wecker noch. Okay. Damit du den morgen früh hast, ja? Ja. Ja? Ich auch. Nein, du kannst mich jetzt jederzeit besuchen, ne? Mhm. Bin ja nicht weit weg von dir. Mhm. Da ist ja wirklich mal gespannt. Oder kochst du mal was? Ja. Für den Papa was Leckeres? Ja, was? Sonntag, was? Ja. Das machst du mit der Anja aus, was er da kochst. Mhm. Fragst du ihn, was er möchte? Dann versuchen wir es mal zu zweit. Okay. Reden wir schon hin. Oder? Ja. Meine Mama fragt, was die. Was die möchte? Ja, genau. Ich finde bestimmt, was das beide mögen, oder?
Mhm. Schaut von mir gut, gell? Mit zwei. Dann gehen wir jetzt, gell? Ja. Okay. Geht ja. Okay, tschüss. Mach's gut, gell? Schlaf gut. Ja. Bis morgen, morgen früh. Ja. Okay. Ja. Tschüss. Schlaf gut. Tschüss. Tschüss. Schlaf gut. Ja, oh, ja. Ciao. Ciao. Jetzt, ha? Hm. Mal rein. Hm. Ja. Setzen wir uns erstmal hin, oder? Mhm. Puh. Okay, geschafft. Ja, das erste haben wir mal hat. Genau. Das kommt noch. Ja, das machen wir nach und nach. Bist du stolz auf dich? Ja, interessant. Und allen sagen, du passt es, du schaffst es, einfach cool bleiben. Und ja. Genau. Augen zu und durch heißt es. Wenn ihr zusammenzieht, das heißt ja, dass du dann eigentlich auch für die Ines ganz schön viel Verantwortung übernehmen musst, ne? Ja. Also ich denke, ich nehme schon ziemlich viel damit rein. Also es ist gerade morgens das Aufstehen, das Fertigmachen, hat ja bisher meine Mutter sich immer drum gekümmert. Das ist dann schon auch mit bei mir. Dann werde ich wahrscheinlich für uns kochen, meistens dann abends gucken, dass sie rechtzeitig ins Bett kommt. Die Sache mit dem Duschen und alles. Mit dem Anziehen und so, weil sie kann ja selber noch nicht groß jetzt entscheiden, was sie anzieht, wie lang sie es anzieht. Und da muss man schon noch hinterher sein und das wird dann schon auch meine Aufgabe dann hauptsächlich sein. Also jetzt wollte ich es gerne ausziehen. Mir gefällt zu Hause sehr super und ich vermisse auch ein bisschen meine Eltern. Und ja, an Eltern werde ich so froh, dass ich jetzt was eigenes suche. Nur wenn ich einmal zur Arbeit gehen muss oder sowas, ich muss gucken, ob das geht. Ja, dann muss ich auch gucken, wo ich dann das Essen herträge. Vielleicht besucht meine Mama mich in der Wohnung. Und ja, entweder fahre ich mich dann. Hallo, hallo. Wo seid ihr? Hier sind wir. Hallo. Na, ja, alles klar? Ja, super. Ich glaube, ich sehe. Ja, was müssen wir noch machen? Ines, hier ist der Wecker noch. Okay. Damit du den morgen früh hast, ja? Ja. Ja? 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 Nein, ja. Hey, du kannst mich jetzt jederzeit besuchen, ne? Mhm. Ich bin ja nicht weit weg von dir. Mhm.
Klasse, da bin ich mal gespannt. Oder kochst du mal was? Ja. Für den Papa was Leckeres? Ja, was? Sonntag, was? Ja. Das machst du mit der Anja aus, was du da kochst. Mhm. Fragst du ihn, was er möchte? Dann versuchen wir es mal zu zweit. Okay. Kriegen wir schon hin. Oder? Ja. Meine Mama fragt, was die. Was die möchte? Ja, genau. Ich finde bestimmt, was das beide mögen, oder? Stand sie immer unter Antibiotika, weil sie dann öfters Lungenentzündung hatte, Angina hatte, öfters im Krankenhaus war. Und mit der Herzgeschichte, da musste man dann auch noch, sind wir dann auch noch nach München gefahren. Ja, zuvor muss ich noch sagen, da waren wir noch beim Kinderarzt hier, der uns dann ganz großen Trost gespendet hat, indem er gesagt hat, ja, zu Hitlerzeit hat man diese Kinder umgebracht, sind sie froh, dass sie die Ines leben lassen. Und da war ich doch sehr, also da, das hat mich also schon sehr, sehr getroffen, ja. Okay. Los jetzt von mir. Mach mal den Arm ein bisschen so, dass du den Kopf hast. Ja, ich hab ihn. Wie heißt das Baby? Ist ein Junge. Ja, ist ein Junge. Darian. Das wäre was für dich, weißt du, Ines? Hm? Ja. Und deine Schwester? Die kenne ich noch gar nicht. Wie heißt sie? Irina. Irina. Und hat einen Freund, der heißt Falco. Der ist gerade am Kaffeetisch. Ich glaube, die ist schon verheiratet. Das ist der Vater. Ja, die haben seine Hochzeit gefeiert und sind schon verheiratet. Und haben so einen Ehering. Hoffentlich. Und jetzt ist noch ein Baby. Mhm. Ich muss mich so an. Ja. Okay, haben Sie Angst gehabt, ob das Kind gesund ist? Ja, das auch. Das waren also viele Gedanken, die ich hatte, ja. Das ist wirklich wahr. Aber ich meine, Sie haben sich da weniger Gedanken gemacht. Sie haben gesagt, Sie lieben das Kind so, wie es ist und Sie stehen zu dem Kind. Das heißt, weniger Gedanken mache ich. Also meine Frauenärztin hat auch immer gemeint, ich soll doch zur Untersuchung gehen. Also, dass man Fruchtwasseruntersuchung macht. Ja, weil eben die Gefahr bestand wegen der Ines und weil mein Cousin ja auch behindert ist. Aber ich habe gesagt, das ist, also kommt für mich nicht in Frage, ich nehme das Kind so oder so. Egal, ob es jetzt behindert ist oder nicht. Und, ja. Sie haben ja nach der Geburt von der Ines auch 4-mal noch Kinder zur Welt gebracht. Das Schwierigste war also das 2. nach der Ines, ja, da war die Ängste am größten. Also das war der Jan. Sie ist ja die 3., Irina ist die 3. gewesen und da war es dann etwas besser. Also weil ich schon mal mir gar nicht vorstellen konnte, dass alles normal ist. Oder ob du eine Frau bist. Wo musst du mit anpacken? Oh Mensch, ich muss los. Am ersten Tag zu spät kommen, macht's eh nicht so gut. Tschüss, schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Anja, du bist die jüngste Schwester von der Ines. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass die Ines anders ist als du? Das kann man schwer sagen. Also ich bin halt damit aufgewachsen und sie war schon immer ein bisschen anders. Aber so die letzten 3-4 Jahre ist es mir bewusster geworden als zuvor. Da ich ja dann auch von der Schule aus Praktikum gemacht habe in Behindertenschulen und so. Und da differenziert man auch mehr so, was können die, was nicht und was unterscheidet mich von ihnen und so. Wie sind denn deine Zukunftspläne? Oder eure, muss man ja sagen. Sind jetzt, ihr gehört ja zusammen, ne? Ja. Fest zusammen. Also momentan ist es noch so, ich mache jetzt im April Abitur. Das zieht sich noch hin bis zum Sommer. Und ja, so lange werde ich auf jeden Fall jetzt mit der Ines noch in ihrer neuen Wohnung wohnen. Ines neue Wohnung liegt direkt neben dem Kindergarten. So kann sie morgens etwas länger schlafen. Oh, hi. Mit Hilfe ihrer Familie traut sich Ines einen großen Schritt weiter in die Selbstständigkeit. Sie und Anja wollen gemeinsam in diese Wohnung einziehen. Ein Wagnis für beide und eine Chance für Ines. Ich
Ja, der müsst doch wohl ja hin, oder? Sie können doch nicht so hinstellen. Hallo? Ja. Den könnt ihr nicht so hinstellen. Der muss hängen, gell? Ja. Ja, wie was ist das Zeichnis jetzt wieder an? Aber warum kann er denn nicht stehen? Montag meint, dass wir das Team brauchen, wenn jemand da nicht spielt. Ja, das machen wir. Das Team muss nachher weg, dann machen wir den anderen Stand noch. Wie lange geht das? Wieso muss ich weg, oder? Ja. Dann lass das mal auf der Seite, dann machst du schon mal deine Spiegel schauen. Ja. Aber was ist das? Dein Schuhschrank ist es. Schuhschrank? Schuhe, für die Schuhe reinzumachen. Ach so? Ja. Warte mal, das sieht dort hinten aus. Das geht nur mit dem Schrauber. Akkuschrauber. Alter, mit dem Wasser. Die Wohnung gehört der Ines. Ich habe zwar als Vater, als Bürger dahinter gestanden mit der Finanzierung, aber sie zahlt sie mit ihrem eigenen verdienten Geld ab. Wenn wir mal als Eltern nicht mehr da sind, dass sie dann ihr eigenes Zuhause hat, da kann sie niemanden mehr rausdrängen und da ist sie sicher. Und warum seid ihr nicht mehr befreundet? Weil er mit dem Armin so rumgemacht hat. Was bei mir ist los? Und dann war Schluss bei dir? Ja. Und jetzt habe ich viele Freunde. Oh no. Ja, hallo. Hey. Ja, hallo. Hey. Ja, ist eine Überraschung. Ja. Ja. Super. Ja, hallo Bernd. Grüß dich. Grüß dich. Ich bin der Chris. Ja, ich komme aus Marbach und das macht mir viel Spaß. Hallo! Ines, alles Gute zum Geburtstag! Ach, schön! Komm her, ich nehme den Kuchen ab. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ines! Hoppala! Es bleibt noch gesund, gell? Oh je, jetzt kommen wir. Hallo, Ines! Hi, Marie! Komm mal! Hallo! Hi, wie geht's? Hallo! Sie aus wie der Blatt? Ein Geldbeutel. Wow! Mama! Geld! Danke schön. Hi. Was für Worte? Ich kam in dann auch eins, gell? Ja. Von mir Mama ist die jetzt? Von mir. Ach, danke! Ein sehr schöner Kindergarten. Also das ist meine Wohnung, davon ist es meine Schwester und es ist so halb Wohnzimmer, halb Küche, da ist lauter Geschirr drin, dahinter ist das Bad, da kann man baden und duschen, ich zeig euch mal. Ja, das ist das Bad. Ihr könnt auch sogar das Schlafzimmer angucken, wenn ihr wollt. Das ist das Schlafzimmer, genau. Da sind die Besser drin. Ja. Nicht Becher. Genau. Da ist der Backofen, kann man backen und kochen. Da ist jetzt herrlich die Wohnung, ja. Ja, super. So eine schöne Wohnung haben wir. Schön, die große. Sieht orange oder sieht vor? Sieht orange. Meine auch. Also Ines. Bitte auf dich. Oh, ja. Ines. Oh, danke. Prost, Ines. Wieso? Ja, wir brauchen Schlüssel, sonst komme ich nicht rein. Ja. Du hast die Schlüssel. Ja, ich habe fast eine Tasche, wenn man das stimmt. Nein. Also wenn ihr zusammenzieht, das heißt ja, dass du dann eigentlich auch für die Ines ganz schön viel Verantwortung übernehmen musst, ne? Ja. Also ich denke, ich nehme schon ziemlich viel damit rein. Also es ist gerade morgens das Aufstehen, das Fertigmachen. Hat ja bisher meine Mutter sich immer drum gekümmert, dass
ist dann schon auch mit bei mir. Dann werde ich wahrscheinlich für uns kochen, meistens dann abends gucken, dass sie rechtzeitig ins Bett kommt. Die Sache mit dem Duschen und alles, mit dem Anziehen und so, weil sie kann ja selber noch nicht groß jetzt entscheiden, was sie anzieht, wie lang sie es anzieht. Und da muss man schon noch hinterher sein und das wird dann schon auch meine Aufgabe dann hauptsächlich sein. Also jetzt wollte ich es gerne ausziehen. Mir gefällt zu Hause sehr super und ich vermisse auch ein bisschen meine Eltern. Und ja, an der Eltern bin ich so froh, dass ich jetzt was einsuche. Nur wenn ich einmal zur Arbeit gehen muss oder sowas, ich muss gucken, und das geht. Ja, dann muss man gucken, wo ich dann das Essen herträge. Vielleicht besucht meine Mama mich in der Wohnung. Und ja, entweder freue ich mich dann. Hallo, hallo. Wo seid ihr? Hier sind wir. Das ist das Zimmer. Hallo. Na, der alles Papa klar? Kommt. Ja, du kommst gerade richtig. Ja, was müssen wir noch machen? Ines, hier ist der Wecker noch, okay. Damit du morgen früh hast, ja? Ja. Ja? 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 Mhm. Geht mir nicht. Ich muss schon mal wieder kannst du mich jetzt jederzeit besuchen, ja? Mhm. Ich bin ja nicht weit weg von dir. Mhm. Klasse, da bin ich mal gespannt. Da kochst du mal was. Ja. Für den Papa was Leckeres. Ja, was? Sonntag, was? Ja. Das machst du der Anja aus, was er da kocht. Mhm. Fragst du ihn, was er möchte? Dann versuchen wir es mal zu zweit. Okay. Reden wir schon hin. Oder? Ja. Und meine Mama fragen, was die... ja, was... Die möchte? Ja, genau. Ich finde bestimmt, was das beide mögen, oder? Mhm. Schaut von mir gut, gell? Mit zwei. Dann gehen wir jetzt, gell? Ja. Okay. Geht ja. Okay, tschüss. Mach's gut, gell? Mach's gut. Nicht? Ja. 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 Bis morgen, morgen. Bis morgen. Was hat sie für eine Zukunft? Und ja, da waren viele schlaflose Nächte, nur viele Tränen waren auch. Und, aber wir waren eigentlich sicher, dass wir das packen würden. Und wir haben sie lieb gehabt und haben sie einfach so akzeptiert, wie sie ist und haben gedacht, also wir werden versuchen, sie so zu erziehen, als wenn das eben ein nicht behindertes Kind wäre. Ja, hallo Ines. Guten Morgen, alles miteinander. Ja, guten Morgen, Mensch, bist du halt schon fit, du. Bist halt fit. Klasse, hast du ausgeschlafen. Kommen Sie jetzt her, frühstücken. Geht so. Geht so. Ja. Guck mal, was ich heute schon gemacht habe. Ich hab dir schon die Müsli-Schüssel fertig gekriegt. Guck mal, du kannst halt Müsli essen mit deiner neuen Schüssel. Sie hat anfangs wenig Fortschritte gemacht, aber bei einem behinderten Kind ist man schon froh um jedes kleine Zeichen, wo man sieht, dass es vorwärts geht. Also sie konnte anfangs nicht mal eine Rassel heben oder irgendwas fassen. Die Therapeutin hat da wochenlang trainiert, bis sie nur was in die Hand nehmen konnte und greifen konnte. 3-4 Jahren erstmal angefangen hat zu laufen. Normales Kind läuft mit knapp mit einem Jahr und sie hat bestimmt 3 oder 4 Jahre gebraucht, wo sie dann allein laufen konnte. Und später, erstmal so mit 5-6 Jahren aus meiner Erinnerung, hat sie richtig angefangen, so einzelne Laute und Worte nachzureden. Und eben dann als Lernprozess von den Geschwistern. Thank you.
In einer Woche wird Ines 26. Seit 4 Jahren arbeitet sie in dem Kindergarten ihres Heimatortes als sogenannte punktuelle Kindergartenhilfe. Ihre Probezeit wurde 2-mal verlängert, bevor sie im Juni 1997 den Vertrag für ihre Festanstellung erhielt. Glücksmomente waren, als sie mit 3-4 Jahren erstmal angefangen hat zu laufen. Normales Kind läuft mit knapp mit 1 Jahr und sie hat bestimmt 3 oder 4 Jahre gebraucht, wo sie dann allein laufen konnte. Und später, erstmal so mit 5-6 Jahren, aus meiner Erinnerung, hat sie richtig angefangen, so einzelne Laute und Wörter nachzureden. Und eben dann als Lernprozess von den Geschwistern. In einer Woche wird Ines 26. Seit 4 Jahren arbeitet sie in dem Kindergarten ihres Heimatortes als sogenannte punktuelle Kindergartenhilfe. Ihre Probezeit wurde 2-mal verlängert, bevor sie im Juni 1997 den Vertrag für ihre Festanstellung erhielt. Kindergarten marschiert bist? Ich habe halt das Gefühl gehabt, dass ich sage halt, ich habe immer auf dem Sofa. Mit deiner Liste. Ja. Super. Dann gehen wir es mal zusammen durch. Gut. Kurz im Team. Pünktlicher Arbeitsbeginn. Wie war denn das? Und du hast gemacht. Hat ja heute gut geklappt, hm? Ja. Und sonst während dem Freispiel? Glaube ich nichts. Das sehe ich gar keinen Plus, aber mir ist was aufgefallen. Hast du was gemacht mit den Kindern? Was? Da war doch was mit den Händen, ich kann dich noch erinnern. Ah, ja, stimmt. Ja? Beim Malen, hm? Hast du mir geholfen, die Pastenmalen abzuzeichnen. Da. Genau, in der ersten Spalte. Ines hat einen genauen Arbeitsplan, der ihr Woche für Woche hilft, ihre Leistungen selbst zu beurteilen. Den Plan hat Soran Jesula zusammen mit den Kindergärtnerinnen für Ines entwickelt.
Okay, dann ist es komplett. Was haben wir? Das ist aber erledigt für heute. Hm? Aufgefallen ist, weil es ja fast bei ihrem Minus fast gar kein Minus, außer eins. Stimmt, stimmt. Ist mir auch aufgefallen diese Woche. Hm? Ganz prima. Also, liebe Großeltern, das Buffet eröffnet, wenn ihr Kaffee und Kuchen gerne essen wollte. Drüben haben wir was aufgebaut. Es sind so viele Kuchen da, ihr dürft alle essen, solange ihr wollt. Das Buffet ist eröffnet. Was willst du? Nimm hier. Ihr könnt mal einen Kuchen von mir probieren. Von mir? Den da. Den. Ja, genau, den habe ich gemacht. Den hat sie gerade gegessen. Der war prima, darum will sie jetzt wieder so. Ja, dann lassen halt. In Praktika 96 kam es zum unbefristeten Arbeitsverhältnis und die Ines arbeitet immer noch da. Hallo, ich bin die Ines. Ja, ich bin du. Der Vater hat die Meinung vertreten, Mensch, plag die Ines nicht so. Sie hat es ohnehin schwer genug, was ja de facto stimmt. Ja. Und ganz besonders dann, wenn sie an ihre körperlichen Grenzen gestoßen ist und sie wieder blau anlief oder völlig aus der Puste kam. Das ist gar nicht recht im Moment. Kann ich schon aufbleiben. Und wir hatten uns auch darüber unterhalten, was jetzt tatsächlich ein lebenswertes Leben auch für die Ines ist. Ja. Und letztendlich haben wir eigentlich immer darauf hin abheben müssen, wenn die Ines das möchte und es ihr sehnlichster Wunsch ist, sie darin auch zu unterstützen, auch wenn sich möglicherweise eine Verkürzung der Lebenszeit von der Ines daraus ergibt. Ines, kannst du dich noch dran erinnern, wie du zum ersten Mal verliebt warst? Ja, ich kann mich dann gut erinnern. Hä? Ja, ich habe früher noch den Björn gehabt als Freund, ja. Und er war so lieb und höflich zu mir. Und wenn ich halt Kummer gehabt habe, ist er immer zu mir gekommen, hat mich gekuschelt und hat mich in warm gehalten und hat ein bisschen geredet. Und warum seid ihr nicht mehr befreundet? Weil er mit dem anderen Mädchen rumgemacht hat. Dann war es bei mir Schluss. Und dann war Schluss bei dir? Ja. Und jetzt habe ich viele Freunde. Oh no. Ja, hallo. Hey. Ja, sind da. Ist ja eine Überraschung. Ja. Super, ja. Hallo Bernd. Grüß dich. Grüß dich. Ich bin der Christian. Ich komme aus Marbach und es macht mir viel Spaß. Hallo. Hallo. Alles gut zum Gefallen. Es war selbstverständlich, dass sie von der Schule in die Werkstatt gehen. Für mich und Ines war es nicht selbstverständlich. Der Mund. Aha. Ha, 0.de. Ja, und dann habe ich mich an Herrn Jesolat erinnert, der meinen Vortrag in der Karl-Auf-Schule gehalten hat über die Eingliederung von Behinderten ins Arbeitsleben. Ich habe mich an den gewandt und der kam dann, hat ein Gespräch und dann haben wir überlegt, was wir machen könnten.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie das war vor über 6 Jahren, als ich hier an die Schule kam und mir einfach die Ines angeschaut habe. Sie saß hier auf dem Fußboden, in sich gekehrt, während die Klasse hier an den Tischen saß und irgendetwas arbeitete. Und ich hatte den Eindruck, dass sie nicht nur schmollte, sondern auch einfach hier in der Schule etwas anders machen wollte, vielleicht auch unterfordert war und sich von daher einfach ausgeklinkt hat. Die Ines war 19 Jahre alt und hatte, wie alle anderen Schüler in diesem Alter, ein Praktikum in der Behindertenwerkstatt in Schwenningen hinter sich und die Entscheidung für sich gefällt, dass sie nicht ihr Leben lang Schrauben drehen wollte, sondern etwas anderes mit Kindern arbeiten wollte. Schön, dass du uns einmal siehst. Ja, seit Tage her, oder? Ah ja, muss ich mal umschauen, ob du da überhaupt noch jemanden kennst. Ja. Es sind viele Schüler weggegangen, seit du nicht mehr bei uns bist. Weißt du denn, wie lange du schon weg bist? So, da weiß ich auch nicht mehr. Weißt du nicht mehr genau, das sind jetzt 5 Jahre. Da war die Entlassung. Ja, stimmt. Und vor 5 Jahren hast du bereits mit deinem Praktikum angefangen im Kindergarten. Mhm. Guckst du mal, ob du noch irgendjemanden kennst? Ja. Ja? Ich hatte aber fleißig am Arbeiten hier. Ja. Ja. Ah. Hallo. Hallo, Florian. Hallo. Hey. Das habe ich auch. Warum ist das eigentlich so was Besonderes, was die Ines gemacht hat? Ja, es ist deshalb etwas Besonderes, weil speziell dieser Weg der Ines Down-Syndrom im Kindergarten als Mitarbeiterin und nicht als Kind wirklich selten ist. Und ich denke, dass wir hier im Schwarzwald-Baar-Kreis Schule gemacht haben mit dieser Idee. Es war ein langer Weg, wenn man bedenkt, Dezember 94 war der Erstkontakt mit der Mutter, 95 die ersten Praktika.